Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, sehr geehrte, liebe Gäste aus der Stadt und dem Umland. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur zweiten Veranstaltung der Ruperto Carola Ringvorlesung unter dem Motto Immaterielles Erbe, eine Zukunftsressource. Mit dieser Ringvorlesung würdigt die Universität Heidelberg das 20-jährige Bestehen der UNESCO-Konvention zum Erhalt des immateriellen Erbes. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich lehre Cultural Heritage und Kulturgüterschutz an der Universität Heidelberg und werde den Abend moderieren. Nachdem der Eröffnungsvortrag letzte Woche eine allgemeine Einführung und erste sozial- und kulturwissenschaftliche Einordnungen zum Thema der Ringvorlesung leisten wollte, möchten wir in diesem zweiten Beitrag uns einem konkreten Beispiel zuwenden, und zwar einem sehr besonderen Beispiel für die Kategorie des immateriellen Erbes, nämlich dem Bauhüttenwesen. Letzte Woche erlaubte ich mir, anhand des Beispiels des gotischen Sakralbaus auf eine der Relationen von Materialität und Immateriellem zu verweisen. Der Bau materialisiert philosophisch-theologische Ideen, insbesondere etwa der christlichen Mystik, und ist zugleich Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklungen, etwa des aufstrebenden Bürgertums in den Städten des Hoch- und Spätmittelalters. Die Dombauhütten als eine kulturelle Praxisinstitution gehen auf das Mittelalter zurück und verweisen auf eine andere Relation zwischen Materiellem und Immateriellem, weil eine immaterielle Praxis eben dazu dient, einen Bau zu errichten und über die Jahrhunderte zu erhalten. Und zwar eben ganz besondere Bauten, nämlich die großen mittelalterlichen Kathedralen Europas. Das Bauhüttenwesen ist somit auch deshalb ein instruktives Beispiel für unsere Ringvorlesung, weil es damit den Schutz materieller Kultur und die Fortsetzung immaterieller Praktiken miteinander verbindet. Es schlägt eine Brücke zwischen der UNESCO-Welterbeliste auf der Grundlage der Konvention von 1972, auf welcher viele entsprechende Bauwerke eingeschrieben sind, wie das Straßburger Münster, der Bamberger oder der Kölner Dom, und eben der UNESCO-Konvention von 2003 zum Erhalt des immateriellen Erbes. 2018 wurde das Bauhüttenwesen, Weitergabe, Dokumentation, Bewahrung und Förderung von Handwerkstechniken und Wissen in das sogenannte Deutsche Register guter Praxisbeispiele immaterielles Kulturerbe eingeschrieben. Und zwei Jahre später, 2020, folgte dann eine internationale Einschreibung, nämlich die Einschreibung des europäischen Bauhüttenwesens in das internationale Register guter Erhaltungsmaßnahmen, auf einen gemeinsamen Antrag hin der Länder Deutschland, Österreich, Frankreich, Norwegen und der Schweiz. Das soweit einige erste Informationen. Ich will dem Vortrag aber nicht weiter vorweggreifen, zumal wir heute eine Referentin begrüßen können, die wie kaum eine andere geeignet ist und sowohl mit ihrer akademischen Expertise als auch mit ihrer bedeutenden praktischen Erfahrung in die Geschichte und Praxis des Bauhüttenwesens einzuführen. Frau Professor Barbara Schock-Werner, ehemalige Dombaumeisterin des Kölner Doms. Ich darf Ihnen die Referentin mit einigen biografischen Angaben kurz vorstellen. Barbara Schock-Werner wurde in Ludwigsburg geboren, absolvierte nach der Realschule zunächst eine Lehre als Bauzeichnerin, studierte dann in Stuttgart Architektur, arbeitete anschließend im Bereich der Denkmalpflege und studierte parallel Kunstgeschichte in Stuttgart, Wien und Bonn. 1981 promovierte sie im Fach Kunstgeschichte zum Thema das Straßburger Münster im 15. Jahrhundert, stilistische Entwicklung und Hüttenorganisation eines Bürgerdoms. Und Sie sehen, thematisch war ihre Dissertation bereits sehr nahe am Themengebiet unseres heutigen Vortrags. Das Thema begleitet sie bereits seit langem. Sie lehrte in den 1980er Jahren zunächst an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und in den 1990er Jahren auf einer Professur an der Universität Erlangen-Nürnberg. In ihrer Habilitationsschrift hatte sie sich mit Bauten im Fürstbistum Würzburg auseinandergesetzt, welche
Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet wurden. 1999 wechselte sie dann aus dem universitären Kontext in die Praxis. Sie trat das Amt der Dombaumeisterin des Kölner Doms an, wie sie mir eben ja nochmal sagte, als erste Frau auf diesem Amt, welches sie bis 2012 ausübte. Über die Organisation der Dombauhütte und der Dombauverwaltung wird sie durch die Stellung an diesem kulturhistorisch und kulturpolitisch bedeutsamen Ort einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Sie wird eine öffentliche Person. Auch in Konflikten etwa um den Welterbestatus des Kölner Doms in den 2000er Jahren oder um den Einbau eines Glasfensters des Künstlers Gerhard Richter wird sie als eine maßgebliche Stimme, ich wage mir zu sagen, für den Dom wahrgenommen. Sie war zudem Vorsitzende von Dombaumeister e.V., der Europäischen Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister. 2019, also vor kurzer Zeit, wurde sie nach dem dramatischen Großbrand der Pariser Kathedrale Notre-Dame von der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters gebeten, die deutsche Hilfe für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale zu koordinieren. Übrigens hatten wir sie bereits in dieser Funktion in einem Vortrag hier bei uns an der Universität Heidelberg begrüßen können, pandemiebedingt damals online gehalten. Bei der Antragstellung für die UNESCO-Listen waren sie nicht mehr aktiv involviert. Dies lag in den Händen der jetzigen Dombaumeisterin und Dombaumeister. Wir sind jedoch sehr froh, Sie mit Ihrer umfassenden akademischen wie praktischen Expertise in diesem Feld für diesen Vortrag gewonnen zu haben und freuen uns sehr auf den heutigen Vortrag. Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind. Lieber Herr Professor Schmidt, ich danke für die freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um sich für dieses doch ein bisschen exotische Thema zu interessieren. So, jede Zeit und jedes Baumaterial erfordert eine andere Bauorganisation. Das ist wichtig, mal im vorzustellen. Wir werden uns im Wesentlichen mit dem Mittelalter, dann mit dem 19. Jahrhundert und dann mit der Gegenwart beschäftigen und eigentlich auch weitgehend mit dem Steinbau, aber also dem Bau mit Natursteinen, sagen wir es mal so. Die vorgotische Bauorganisation sah noch ganz anders aus. Wandernde Truppen unter einem Anführer, Meister genannt, zogen durch das Land, suchten sich einen Arbeitgeber im Frühjahr und gingen im Herbst wieder nach Hause, weil im Winter wurde nicht gebaut und im nächsten Frühjahr zog man dann weiter und kam man wieder, wenn man Glück hatte, oder suchte sich einen anderen Arbeitgeber. Diese Arbeitsorganisation, wenn wir das so wollen, lässt sich an manchen Bauten ablesen. Charakteristisch ist etwa der Wormser Dom, wo ganz offenbar die nördliche Langhausseite von einer anderen Truppe gebaut wurde als die südliche Langhausseite, was man an der Steinbearbeitung und sogar an der Gliederung, wie Sie unten sehen, noch heute erkennen kann. Es gibt weitere Beispiele dafür. Noch die Kathedrale von Chartres ist genauso gebaut, wie ausführliche Untersuchungen bewiesen haben. Sie musste ja nach einem Brand 1194 relativ wieder schnell aufgebaut werden, weil Chartres lebte von den Pilgern, die zu dieser wundertätigen Mutter Gottes kam, die den Brand auch wie ein Wunder überstanden hatte. Und deshalb sozusagen baute man Chartres, so komisch das erstmal klingt, von unten nach oben. Das heißt, in Ringlagen anwachsen. Später baut man die Kirchen immer von Ost nach West im Normalfall. Aber Chartres
Und zwar kann man heute offenbar noch ablesen, es wurde genau untersucht, dass immer 4, 5, 6 Steinschichten pro Jahr entstanden sind. Und auch da wechselt die Bearbeitung, nur deshalb kann man das sehen, sozusagen, es sind ganz offensichtlich nicht immer die gleichen Handwerker, die im Folgejahr daran bauen. Schon das Innere ist eben eine Reduktionsform. Wie gesagt, man muss ja schnell wieder fertig werden, dass der vorgotischen oder frühgotischen Bauten, indem man das vierte Geschoss weglässt und jetzt einen dreiteiligen Aufbau, der dann klassisch für die Gotik wurde. Denn Chartres, Sie sehen es an den Angaben, wurde nur in 36 Jahren errichtet. Das ändert sich dann, und zwar der deutliche Änderung sowohl im Bauwesen als auch in der Organisation lässt sich ziemlich eindeutig an der Kathedrale von Reims, die 1211 begonnen wurde, festmachen. Der Bau wird höher, obwohl man den dreiteiligen Aufriss beibehält, und er wird viel differenzierter. Und er bekommt sehr viel mehr Ornament, was man hier an dem schönen Maßwerk der Kapitelle schon sehen kann. Und dafür braucht man im Grunde andere Handwerker. Man braucht jetzt nicht mehr nur die Steinmetzen, die im Wesentlichen Quader schlagen können und aufeinandersetzen. Man braucht Steinmetze, die auch bildhauerische Fähigkeit haben. Und das gab es nicht so viele, und deshalb, wenn man sie schon gewonnen hatte, konnte man es im Grunde nicht ertragen, dass die im Herbst wieder weggingen, sondern man versuchte sie zu halten, und aus der saisonalen Bauorganisation oder Bauabläufe wurde eine Feste, die man dann mit dem Namen Bauhütte belegte, und das lässt sich immer deutlich an Chartres festmachen, Entschuldigung, in Reims natürlich festmachen. Das erste Maßwerk entsteht, auch so ein Maßwerk zu schlagen, ist eine ganz andere Aufgabe als Löcher in eine Mauer zu machen, wie das noch in Chartres der Fall war. Und auch am Strebewerk können Sie an den vielen Verzierungen sehen, dass das jetzt tatsächlich eine andere Arbeit ist. Und damit entsteht in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts das, was wir dann ganz allgemein als die Bauhütte oder das Bauhüttenwesen nennen. Und damit kommen wir sozusagen zu der neuen Organisation. Hier auf dieser Darstellung, die freilich erst aus dem 15. Jahrhundert ist, sehen Sie hinten die Bauhütte, denn das war es eigentlich, eine Hütte, in der die Steinmetze Steine schlagen konnte und die sie vor Witterung schützte. Das war aber erst der Anfang. Aus den Bauhütten wurden respektable Gebäude. Wenn Sie mal in Straßburg waren und das Frauenhausmuseum besichtigt haben, das war die Bauhütte des Straßburger Münsters, und das ist ein sehr anspruchsvoller Bau gewesen. Und für das neue Bauen brauchte man auch andere, wir werden es gleich sehen, aber im Vordergrund sehen Sie schon was. Die Schubkarre zum Beispiel ist etwas, was erst im 13. Jahrhundert entstand. Vorher musste man das, wie Sie das auch sehen, die Steine noch auf so einer Art Bahre tragen. Jetzt konnte ein Mann sie schieben, was ja schon die Ersparnis von 50% ist. So, das nur so. Wie sieht nun die Organisation aus? Im Grunde mit leichten Variationen war sie überall dieselbe. Es gab drei wesentliche Beteiligte. Das eine war der Bauherr, auf dieser Zeichnung als König entschieden, aber meistens waren es so Vertreter der Bischöfe, der Domkapitel, auch der Städte, die in den Büchern meistens als Baumeister bezeichnet waren, weil sie für das Bauen verantwortlich waren, aber nicht Baumeister im Sinn, wie wir das heute nennen, Architekten waren, also der Vertreter des Bauherrn. Dann natürlich der Werkmeister, das ist der Name für den Mann, der den Bau entworfen und geleitet hat, also das, was wir heute als Architekt bezeichnen würde, aber sehr viel mehr Aufgaben umfasste.
Und das dritte ist der Schaffner. Schaffner kennen wir eigentlich nur noch so aus dem Bahn, aber eigentlich war der Schaffner derjenige, der mit Geld umging. Der Schaffner in den Bauhütten musste sozusagen A, das Geld einsammeln, Spenden entgegennehmen und dafür sorgen, dass die Baukasse immer gut gefüllt ist oder vom Bauherrn das Geld abrufen, musste dann mit den Spenden oder Geldgebern auch abrechnen, musste Rechnungsbücher führen, musste die Löhne auszahlen, war für den Materialeinkauf zuständig, also alles, was mit Geld zu tun hatten. Und diese drei Positionen, gab es zwei Baumeister, Schaffner waren am Frühzeit immer, oder Geistliche, dann aber wurde ein weltlicher Beruf, Geistliche deshalb, weil sie als Vertreter der meist geistlichen Bauherren schreiben, lesen und auch rechnen konnten. Das ist der Schaffnertisch des Straßburger Münsters, ein Rechentisch. Da sehen Sie mit den vier verschiedenen Münzeinheiten, was das Rechnen ziemlich schwierig macht. Damals wie heute, ich habe die Straßburger Rechnungen nachgerechnet, auch zum Teil. Es gibt relativ viel Rechenfehler drin, weil die Umrechnung, das sind ja mal 20 Einheiten und mal 12 Einheiten für die nächste Größe, da hilft Ihnen auch der Taschenrechner nicht weiter. Also auch es gibt relativ viel oder es gibt Rechenfehler drin, aber nicht, dass er sich zu seinen Gunsten vorgerechnet hätte oder so irgendwas, nur einfach, es war schwierig. Aber der Rechentisch, das finde ich ja interessant. Das ist eins der Rechnungsbücher, der Straßburger Rechnungsbücher. Es haben sich an verschiedenen Stellen, Xanten, Regensburg, Basel, Ulm und eben Straßburg, solche Rechnungsbücher erhalten. Hier das Straßburger Beispiel, da sehen Sie, der rote Pfeil weist darauf hin, da steht dem Werkmeister für sein Gewand, sein Lohn zu seinem Gewand. Ja, heißt es ganz genau, hier ist es ein bisschen klein. Und dahinter stehen sie jeweils die Summen, alle Rechnungsbücher, und zwar überall, verzeichnen erstmal die Einnahmen und dann die Ausgaben, so wie man das heute eigentlich auch noch machen würde. Und aus diesen Rechnungsbüchern und was sie alles kaufen und nicht kaufen und wen sie bezahlen, kann man sehr gut dann die Organisation dieses sozusagen der Institution Bauhütte, die längst keine Hütte mehr war, ablesen. Die Werkmeister waren sehr früh die Stars der mittelalterlichen der Bauwelt, kann man schon sagen, heutige Star-Architekten durchaus vergleichbar, und sie bekamen auch einen Arbeitsvertrag. Hier haben wir den von Johann von Münd und hier haben wir den Anstellungsvertrag von Hans Hammer in Straßburg, das andere war Freiburg, und Sie sehen, wie aufwendig der ist und gesiegelt, denn seit dem 13. Jahrhundert, genau, weil früher, am Anfang sind die Quellen natürlich nicht so üppig, da tragen die Werkmeister ein Siegel. Hier haben wir solche Siegel von verschiedenen der berühmteren Werkmeister, die dann auch ihre Urkunden siegeln konnten und die Arbeitsverträge. Die Werkmeister waren auch sozusagen, hatten Richterfunktionen in Bausachen. Und das ist das berühmte Parler-Siegel, also das Siegel, mit dem die Mitglieder der Parler-Familie, auf die komme ich nachher nochmal zurück, gesiegelt haben, mit dem Parler-Haken. Kunsthistoriker verbinden etwas damit. So, aber erstmal braucht man ein Gerüst, das heißt, nachdem die Fundamente gelegt sind, da braucht man Erdarbeiter, die sie ausheben, und dann Maurer, die sie einfach sozusagen die Steinfundamente legen, aber dann braucht man ein Gerüst. Schon der Gerüstbau in gotischer Zeit ist natürlich sehr aufwendig, weil man hoch hinaus muss und schwierige Konstruktionen zu bewältigen hat. Das einfache Auslegergerüst sehen Sie auf der Zeichnung. Mit dem Aufwachsen des Baus werden in die Steine Auslegerbalken hineingelegt, auf denen dann jeweils die Arbeitsplattformen
liegen, so wächst das Gerüst von unten nach oben und am Schluss werden die einfach entweder rausgezogen, aber wenn die heutigen Bauforscher Glück haben, einfach abgeschlagen oder abgesägt, dann bleibt nämlich der Kopf drin und dann kann man das dendrochronologisch untersuchen und das lieben Bauforscher natürlich sehr. In der Mitte sehen Sie vom Wolfgangsaltar den Bau einer gotischen Kathedrale, einer gotischen Kirche, nämlich der Wolfgangskirche natürlich, und da sehen Sie auch solche Auslegergerüste. Mittelalterliche Baudarstellungen finden meistens Platz im Turm, in der Bibeldarstellung Turmbau zu Babel. Da baut man einen Turm und das nimmt in ganz vielen der Bücher, der Chroniken zum Anlass, eine zeitgenössische Baustellendarstellung mit aufs Bild zu bringen. Und da haben Sie hier jetzt auch aus der Weltchronik des Rudolf von Ems ein Auslegergerüst, aber Sie haben oben zum ersten Mal ein Laufrad, das für die Beförderung der Steine nach oben notwendig ist. Und Sie sehen die Männer, die da drin laufen, denn auch solche Hebevorrichtungen gehören zu den Aufgaben der jeweiligen Zimmerleute, nicht nur der Gerüstbauer selber. Hier haben Sie nochmal das sozusagen Vorgängermodell, rechts die Hütte wieder, eine Leiter, oben das Gerüst. Die heutige Baugenossenschaft wäre nicht begeistert, wenn sie diese Arbeitsbedingungen sehen würde. Und eben nur ein Auslegerkran mit einer Umlenkrolle, noch ohne Laufrad. Manchmal und an vielen Darstellungen der Seen sind das gar keine Leitern, sondern es sind Flechtwerkblanken, die hinaufführen auf die Höhe und auch oben keine Dielen, sondern sozusagen Flechtwerk-Arbeitsplattformen. Ich glaube, ich hätte nicht so gern darauf gearbeitet, aber war sozusagen die billigere Variante. Denn eins ist wichtig zu wissen, Holz war im Mittelalter schon ein teurer Baustoff. Und hier haben wir nochmal die Laufräder, hier zwei gezeichnet, die darin stehenden Männer. Wichtig ist, dass die ja eine große Umsetzung hatten. Also das war nicht so sehr eine Schwerkraftarbeit, aber eine Geschicklichkeitarbeit. Denn stolpern durfte der Mann nicht, sonst hat ihn wie den Hamster in dem Rad gedreht. Und zu bremsen waren sie von innen auch nicht. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. An manchen Stellen, wie im Dachstuhl von Schwäbisch Gmünd, das haben wir hier, haben sich diese Laufräder erhalten, auch in Straßburger Münster auf dem Turm gibt es die, weil das einfach, man musste die nicht abbauen und man konnte ja später auch noch was raufziehen damit. Also deshalb gibt es solche Laufräder und deshalb kann man sie auch noch antreten, aber man braucht dann einen, der außen steht und einen wieder abbremst. Es gibt die schöne Geschichte eines neu errichteten Laufrads auf einer Elsässer Burg, das haben die Zimmerleute gebaut zur Demonstration. Und dann sind sie in die Mittagspause gegangen und einer wollte das mal ausprobieren und hat das angetreten und merkte dann, dass er jetzt die ganze Mittagspause laufen musste, weil er es von innen nicht mehr anhalten kann. Man braucht außen jemanden, der bremst, das nur nebenbei. Ja, dann gibt es aber auch natürlich andere Gerüste, Stangengerüste hier auf dieser Zeichnung, also wo außerhalb des Baus, das, so wie wir das heute auch machen würden, Stangen stehen, die meistens mit die Knoten mit Schnüren verbunden sind. Und auch das sozusagen schon aufwendige Arbeiten und dann natürlich Arbeitsplattformen im Inneren, Lehrgerüste, alles das ist Zimmermannsarbeit und zwar schon komplizierter Art. Denn man brauchte ja, wenn Sie die Gerüste des Kölner Doms enden in 44 Meter, das konnte und wollte man nicht von unten nach oben einrüsten, da hätte man ganze Wälder verbraucht. Man musste sie irgendwie seitlich abstützen und hier haben Sie Zeichnungen, wie man solche Gerüste dann an den hochwachsenden Wänden verankern konnte. Und die Regensburger Kollegen haben mal diese Zeichnung gemacht für die Lehrgerüste am Regensburger Dom und Sie sehen, wie komplizierte Einrichtungen, komplizierte Geometrien das sind. Und natürlich die Dachstühle. Auch dafür brauchte man Zimmerleute.
Das ist nun der nicht mehr vorhandene Dachstuhl von Notre Dame. Die Bamberger Kollegen haben darin eine Scan, eine Bauaufnahme gemacht 2012 und 2015. Und dann habe ich sie gebeten, mir doch ein Foto von dem Dachstuhl zu nehmen. Und dann haben sie gesagt, ja, leider hätten sie ihn nicht ganz fotografiert. Wenn sie gewusst hätten, dass er abbrannt, hätten sie bessere Fotos gemacht. Aber das ist sozusagen ein Blick in diesen Dachstuhl, der ja der Wald von Paris heißt. Man weiß, dass für den riesenhaften Dachstuhl von Ingolstadt 3000 Bäume gefällt werden mussten. Also das ist eine große Hallenkirche mit einem riesenhaften Dach. Ja, dann natürlich die wichtigsten Menschen auf den Baustellen des Mittelalters sind die Steinmetze. Hier sehen wir sie bei den Arbeiten auf dem Werkplatz. Entschuldigung, ich habe seit gestern einen Schnupfen, aber ich hoffe, meine Stimme ist dennoch verständlich. Mit den Werkzeugen, mit einer Spitzhacke, mit einem Meißel und Klöpfel. Hinten sehen Sie den Steinmetz, der hat einen Meißel in der Hand und ein Klöpfel. Klöpfel heißt man dieses Gerät, mit dem man auf den Meißel haut. Und genauso mit Meißeln und Klöpfeln arbeiten die Steinmetze in den Dombauhütten bis heute. Sie haben zwar moderne Unterstützungen, aber wenn es wirklich drauf ankommt, wird immer noch genau dieses Werkzeug benutzt. Steinmetzarbeit ist nun sehr unterschiedlich, sowohl das Schlagen als auch das Versetzen. Ich habe Ihnen zwei unterschiedliche Beispiele hingestellt. Links das noch vorgotische Fensteröffnungen, das ist noch kein Maßwerk von Chartres mit den vielen regelmäßigen Quadern. Und das andere ist der Vierungsturm von Burgos von dem Endmittelalter und irgendwo dazwischen arbeiten sozusagen die Steinmetze. Sie sind für die Kapitelle zuständig, die Laubkapitelle, die Baldachine, die Maßwerkfenster, die Reliefs, die Bildhauerarbeit, denn es gibt an mittelalterlichen Bauhütten in allen Rechnungsbüchern keinen Unterschied zwischen Steinmetz und Bildhauer. Das heißt, der gleiche Mann, der Skulpturen schlug, hat auch die Quader geschlagen, je nachdem, was gerade anfiel. Natürlich kann man annehmen, dass die Paliere und die Werkmeister schon wussten, wer der bessere Bildhauer ist. Viele haben auch dann selber dazu gegriffen, aber ganz allgemein sind es die gleichen Leute, die Quader schlagen und die auch Skulpturen schlagen. Man brauchte zum Schlagen von der komplizierten Geometrie der Steine einen Reißboden, das heißt eine große Fläche, auf der man die Schläge, die Biegung, die Schräge eins zu eins aufgerissen hat. In manchen Kathedralen, etwa in York, hat man dafür den Fußboden der Krypta benutzt, der schon fertig war und dann kann man die Risse noch sehen. Oder hier sehen Sie am Naumburger Dom, hat man an den Wänden offenbar aufgerissen und hier mit Farbe nachgezeichnet, kann man noch immer sozusagen an den Wänden diese Aufrisse von Steinmetzen sehen. Da konnte man den Krümmungswinkel ermitteln und die wahre Länge und dazu kam noch eine Schablone, mit der man den Querschnitt machte. Und mit diesen beiden Grundausgaben musste dann der Steinmetz in der Hütte die Steine schlagen. Und da das sehr früh sehr kompliziert wurde, sieht man hier sozusagen die von Amiens den Aufbau, wie sich diese Rippen, die Guttrippen oder die Kreuzbogen von der Wand lösen und wie kompliziert das mit den Steinen ist, das kann man hier ganz gut sehen und auch das wird ja alles unten in der Hütte geschlagen und dann muss es auch aufeinander passen, wenn man es oben irgendwie in 30, 40 Meter Höhe zusammensetzt. Also große Bewunderung für dieses Vorstellungsvermögen auch komplizierter Dinge. Schon im französischen Kathedralbau ging man darauf über, solche Dinge möglichst seriell machen zu können. Das heißt, bei den Pfeilern gleiche Höhe und gleicher Abschnitt zu machen, sodass man über Winter auch ganz viel gleiche Steine schlagen konnte. Natürlich wollte man
die Fugen nicht deutlich sehen. Und Sie sehen an zwei Beispielen oder einem Beispiel oben, wie die Fuge innerhalb des gleichen Pfeilers jeweils wechselt, sodass die nicht übereinander steht. Und unten, wie mal die Dienste mit dem Pfeiler rund und einmal selbstständig geschlagen werden. Das sind Dinge, die man sehr früh entwickelte, sodass man die Effizienz dieser Bauten sehr früh steigern konnte. Auch das Versetzen war eine wichtige Aufgabe hier untersucht an einem Obergartenfenster des Kölner Doms, weil man dieses Maßwerk ganz gleichmäßig aufsetzen musste, sodass das Fenster immer im Gleichgewicht war, bis dann der letzte die Spitze geschlossen wurde. Das gilt übrigens auch für das Ausmauern der Gewölbe. Auch das muss immer in gleicher Weise von außen nach innen passieren. Also man kann nicht links anfangen und rechts aufhören, sonst kippt das einfach um. Man muss es gleichmäßig von unten nach oben hochziehen. Nur am Rande sei bemerkt, dass es natürlich in Norddeutsch die Darstellung einer Ziegelbaustelle ist, die im Grunde ähnlich funktioniert, aber bei der natürlich anderes Material, die Bauabläufe andere sind. So, das waren erstmal die Steinmetze. So, dann kommen die Windeknechte. Die Windeknechte waren für den Steintransport zuständig. Wie der Name sagt, waren es diejenigen, die in den Winden gingen, aber auch sonst Material transportierten. Hier sehen Sie einen auf einer Leiter stehenden. Die Windeknechte waren, wurde immer gefragt, ob das Sklavenarbeit war. Also erstens gab es im 13. Jahrhundert keine Sklaven mehr, die das machten. Und die Windeknechte waren dafür, dass sie ungelernte Mitarbeiter waren, erstaunlich gut bezahlt, weil man diese verantwortungsvolle Arbeit wohl sozusagen gutieren musste. Der Hüttenknecht war eher derjenige, den man als Knecht bezeichnet, der in der Hütte aufräumen musste, den Abraum, also den Steinabfall wegräumen, abends die Hütte aufräumen, für niedere Arbeiten zuständig war. Ja, hier sieht man nochmal, Sie haben es vorher schon mal gesehen, den Mann in der Winde gehen. Wie gesagt, das war nicht körperlich anstrengend, aber es verlangte sehr viel Erfahrung und eben Geschicklichkeit, denn stolpern durfte er nicht. Unten sehen Sie nochmal die neue Errungenschaft einer Schubkarre und dann eine Steinzange, mit der man in gotischer Zeit die Steine an Ort und Stelle transportierte. Sie sehen es auch hier auf der Darstellung. Wenn Sie viele gotische Bauten sehen, dann sehen Sie noch die Löcher der Steinzangen auf der Oberfläche, wenn man genau hinschaut. Aber natürlich auch Kübel mit Mörtel konnten hochgezogen werden mit Hilfe dieser Aufzugsvorrichtungen. So, und dann brauchte man natürlich andere Gewerke auch noch zu Hilfe. Vor allen Dingen brauchte man einen Schmied. Die großen Baustellen hatten immer einen Schmied, denn der Schmied musste als allen Dingen vor allem das Werkzeug herstellen und ständig stärken, denn so ein Meißel oder eine Spitzhacke wird relativ schnell stumpf und musste nachgearbeitet werden. Aber in der gotischen Zeit musste der Schmied noch sehr viel mehr machen. Hier ist die Ordnung des Schmiedes aus dem Straßburger Münster, das er erhalten hat, wo ganz genau drauf steht, was er alles tun muss und was er nicht tun darf. Und denn gotische Kathedralen sind ohne Schmied, ohne Eisen, wurde überhaupt nicht standfähig. Der Obergarten des Kölner Doms hier hat drei eiserne Ringanker, die das Ganze zusammenhält. Schon die Saint-Chapelle ist der erste Bau, der so weit geöffnet ist in den Fenstern. Ohne eiserne Ringanker hätte man diesen Bau gar nicht errichten und nicht halten können. Auch die Glasfenster dieser Größe brauchen Windeisen, damit dieses ja lockere Glas sozusagen gehalten wird gegen den Winddruck. Das sieht man, wenn man das anguckt, ganz deutlich. Und hier haben Sie mal ein Eisenkreuz im Vierpass eines Obergartenfensters des Kölner Doms. Und da sehen Sie, dass das auch komplizierte
Schmiedearbeit sein können oder das Eisen, das ringsum durch das Triforium in Köln läuft. Also den Schmied brauchte man. Er war Teil der Bauhütten, aber bei weitem nicht so gut bezahlt wie der Werkmeister selber. Wie wird man also Werkmeister? Wie fängt das an? Man wird normalerweise, tritt man als 15-Jähriger eine Lehre an, die man musste ehelich geboren sein, ganz wichtig, was deshalb schon verwunderlich ist, weil mindestens ein Drittel aller Bewohner von Städten unehelich geboren waren, weil Knechte und Mägde ja nicht heiraten durften, aber auf Geschlechtsverkehr dennoch nicht verzichten wollten und konnten und deshalb auch Kinder produzierten, die dann verurteilt waren, wieder Knechte und Mägde zu werden. Denn jedes Handwerk erfordert eine eheliche Geburt. Das kommt uns heute seltsam vor, war aber so. Also wenn man rechnen und schreiben gelernt hatte und 15 Jahre alt war und ein bisschen Beziehung hatte, konnte man eine Steinmetzlehre anfangen. Nach 5 Jahren hatte man ausgelernt, bekam ein Steinmetzzeichen verliehen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu, und musste dann wandern. Der Zwang, 3 Jahre zum Wandern, das heißt, man musste seine Heimatstadt und seine heimatliche Bauhütte verlassen und auf Wanderschaft gehen. Das mussten auch Bäcker, Schmiede und so weiter, nur die, bei denen reichte das, in die nächste Stadt zu gehen. Bei den Bauhütten war das anders, weil die gab es ja nicht so oft und gab es auch nicht unbedingt in der Nachbarschaft. Also zogen Steinmetze durch ganz Europa und da kam ihnen wirklich diese Bauhüttenorganisation zu Hilfe, denn es war die Regel, dass jeder Steinmetz, der auf Wanderschaft vorbeikam, jedenfalls 1 Tag und 1 Nacht beherbergt wird. Das, selbst wenn keine Arbeit für ihn da war, deshalb konnten die sicher sein, dass sie immer irgendwo unterkommen und ein Essen kriegen, bevor sie weiterzogen. Und das führte dazu, dass diese Steinmetzen wirklich durch ganz Europa zogen. Wenn er dann seine Wanderzeit absolviert hat, könnte er sich eine feste Stelle suchen, irgendwo und als Geselle arbeiten. Wenn er aber ehrgeizig war, suchte er sich einen berühmten oder guten Werkmeister und diente nochmal 2 Jahre als Meisterknecht. Und in den 2 Jahren als Meisterknecht lernte der alles, was man als normaler Steinmetz nicht konnte, aufreißen. Also Schablonen anfertig, aufreißen auf dem Reisboden, entwerfen kleinerer Teile und so weiter. Und wenn er das auch absolviert hat und gute Beziehungen haben, konnte er sich als Parlier bewerben. Das ist das Wort, das wir heute noch als Polier kennen. Damals hieß das Parlier. Da steht das Wort Parlare drin, denn der Parlier spricht für den Werkmeister. Er setzt die Ideen des Werkmeisters rum, fertigt Schablone und Risse auf dem Reisboden ab und nimmt die fertigen Steine ab. Und wenn man dann Beziehungen hatte und gut war und irgendwo eine Stelle frei wurde, konnte man Werkmeister werden. Der Werkmeister, wie gesagt, ist der Architekt eigentlich, der einen Bau entwerfen durfte. Im Mittelalter waren es ja meist keine völligen Neubauten, sondern Bauteile, die zu entwerfen waren. Und obwohl die Werkmeister alle per Vertrag festgelegt wurden, dass sie die Vorlagen des Vorgängers nicht verändern durfte, haben sich die wenigstens daran gehalten, sondern wollten natürlich ihre eigenen Ideen verwirklichen, was Bauforscher heute wunderbar sehen, wie sich die Bauten verändern. Straßburg ist ein Beispiel dafür, Köln ist das Gegenbeispiel davon, da wurde vom ersten bis zum letzten Tag immer nach dem gleichen Plan gebaut. Der Druck des Domkapitels nach dem Motto, so etwas Modernes wollen wir nicht, wir wollen das haben, was angefangen ist, muss sehr groß gewesen sein. Aber der Werkmeister ist sehr viel mehr, er bemisst auch die Dimensionen, das heißt, wie stark wird die Mauer, wie stark wird der Bogen, das, was wir heute als Statik bezeichnen wurde, keine gerechnete Statik, sondern eine Erfahrungsstatik. Der Werkmeister gibt das Material vor, was für den jeweiligen Bau oder Bauteil notwendig ist.
Er entwirft alle Details, zum Teil schlägt er die Skulpturen selber, er entwirft die Skulpturen zumindest und lässt sie dann in der Hütte umsetzen. Er ist auch der erste Bildhauer des Baus, also Architekt, Statiker, Bildhauer und gesamtverantwortlich für den Bau. Diese Werkmeister waren, ich habe es vorher schon gesagt, die Stars des mittelalterlichen Bauwesens und wurden auch entsprechend bezahlt. Bezahlung immer bestand in einem Jahresgehalt, das in zwei Lagen, meist zum Frühjahr und zum Herbst, ausbezahlt wurden, und ein Taglohn, den er am Ende der Woche bekam, wenn er auf der Baustelle anwesend war. Manche hatten ja mehrere Baustellen und so mussten immer von Ort zu Ort ziehen, aber wurden von Ort dann bezahlt, noch zusätzlich, wenn sie an Ort und Stelle waren. Sonderliche Arbeiten wie Bildhauerei, deshalb weiß man eben in Prag, was Peter Parler selber geschlagen hat, weil er dafür nochmal extra bezahlt wurde für seine Bildhauerarbeit. Das Gehalt bestand A bei allen aus Geld, so, aber aus sehr vielen Naturalien. Zweimal im Jahr gab es ein neues Gewand, und das heißt eine neue Bekleidung von Kopf bis Fuß, also von Hut und Schuhe und alles. Dazu eigentlich überall Getreide, Roggen und Weizen und Getränke. In Biergegenden gab es Bier, in Weingegenden gab es Wein. Der Straßburger Werkmeister bekommt 4 Liter Wein pro Tag. Wir gehen nicht davon aus, dass er die selber getrunken hat. Er hatte ja einen Hausstand, aber es gab auch Werkmeister, die haben das wieder verkauft und dadurch sich ein weiteres Einkommen geschunden. Und dann gab es für alle Mitarbeiter der Hütte immer sozusagen zur Fastenzeit gab es ein Kapaun, zu Ostern gibt es Eier, im Sommer gibt es Kirschen, im Herbst gibt es Lebkuchen, also Geschenke, wenn besondere, sagen wir, Richtfest sowas, gab es Messer. Messer waren sehr beliebte Geschenke, auch Handschuhe wurden gern verschenkt. Also alles das waren sozusagen Sonderdinge, die noch bezahlt wurden. Es gab zwei prinzipielle Arten zu bezahlen. Das eine war der Bezahlen im Verding, was von der Wien und Prag bezahlt wird. Das heißt, die Steinmetze bekamen die Steine bezahlt, die sie geschlagen haben. Da wurde dann festgelegt, also so ein Quaderstück, dafür gibt es so und so viel Groschen. Das mochte man aber nicht. Beliebter und in den meisten Fällen war die Bezahlung nach Taglohn. Das heißt, der Steinmetz vom normalen Steinmetz, vom Windeknecht bis zum Werkmeister bekam immer ein Geld pro Tag. Im Winter weniger, weil auch weniger gearbeitet wurde, im Sommer mehr. Und die wurden am Ende der Woche ausbezahlt. Manche der Hütten machten noch sozusagen, zahlten noch den Büchsenpfennig. Der Büchsenpfennig war das Geld, das man in die Büchse der Steinmetze warf. Das war sozusagen die Sozialversicherung, denn aus dem Büchsengeld wurde im Zweifelsfall, im Krankheitsfall bezahlt, den der Steinmetz nicht mehr verdienen konnte, und auf jeden Fall die Beerdigung, denn eine christliche Beerdigung war für das Mittelalter ganz, ganz wichtig, und wenn keine Familie da war, dafür war der Büchsenpfennig da. Die meisten Steinmetze mussten ihn selber zahlen, in Straßburg zahlte es die Hütte, also wir haben es mit einem vom Arbeitgeber bezahlten Versicherungsbeitrag, wenn man das heute auf heutige Dinge umrechnet. Gearbeitet wurde 6 Tage die Woche, aber im Mittelalter gab es sehr viel mehr Festtage als heute. Ich habe das mal nach einer Freiburger Rechnung zusammengestellt. Also im Sommer gab es 11,5 Stunden am Tag, die gearbeitet wurden, im Winter 10 Stunden. Es gab aber tatsächlich nur 21 Wochen mit 6 Tagen, 22 Wochen mit 5 Tagen, 5 Wochen mit 4 Arbeitstagen und 3 Wochen mit 3 Arbeitstagen. Das gibt insgesamt 268 bezahlte Arbeitstage. So viel arbeiten wir heute auch ungefähr. Nur sie waren eben anders verteilt. Und wenn nicht gearbeitet wurde, gab es auch kein Geld. Das war natürlich auch wichtig zu wissen. Aber damit konnte auch sozusagen, und mit der
Organisation war die Steinmetze gut abgesichert und sie verdienten sehr gutes Geld. Der Steinmetz bekam etwa das 3- bis 5-fache des Schmiedes. Solche Lohnunterschiede haben wir heute gar nicht mehr, weil die Steinmetze waren die Stars des Mittelalters. Es gab immer weniger und es gibt einen Fall aus Westfalen, da wollten die Steinmetze doppelten Lohn haben und der Arbeitgeber hat gesagt, ihr seid ja wohl verrückt, doppelten Lohn, ja dann gehen wir zu dir an der Baustelle, der zahlt uns das und dann bekamen sie doppelten Lohn. Parallelen zur Gegenwart will ich jetzt nicht ziehen, aber es war sozusagen einfach, weil sie ein guter Steinmetz war Mangelware und konnte deshalb auch Bedingungen stellen und der Bauherr oder die Bauherren wollten natürlich ihre Gebäude fertig haben. Wie das auch im Bürgerlichen, also Bäckersöhne lernten eben auch Bäcker, so ist das auch bei den Steinmetzen. Ich habe hier mal den Stammbaum der Paller-Familie, der erste greifbar ist, Heinrich Werkmeister in Schwäbisch Gmünd, der aus Köln kam. Sein berühmter Sohn Peter Paller ist der eine. Er wurde mit 23 Jahren Dombaumeister in Prag. Das war auch für damalige Verhältnisse ganz und gar ungewöhnlich. Man kann das junge Genie darin erkennen. Kaiser Karl IV. Hat ihn berufen, weil er ihn vermutlich in Nürnberg kennengelernt hat. Aber auch die anderen beiden Söhne von Heinrich wurden Steinmetze. Der eine wird in Freiburg und Basel. Und auch die Söhne von Peter Paller, einer wird Geistlicher, das ist immer wichtig, weil man auch für das Seelenheil ja was tun muss und die anderen wurden dann Steinmetze oder heirateten einen Steinmetz. Und wenn eine Stelle zu besetzen war, dann rief man normalerweise die Werkmeister aus den umliegenden Hütten und ließ die den Kandidaten prüfen. Wenn das natürlich lauter Vetter und Onkel waren, dann war es sehr viel leichter, einen Posten zu bekommen, als wenn man sozusagen einsam alleine kommt. Also ich würde das nicht Mafia nennen, aber es war schon sozusagen mit Beziehungen ging es einfach leichter. Ich habe Ihnen hier mal die Punkte der Bauhütten des 14. und frühen 15. Jahrhunderts zusammengestellt, die eindeutig unter pallerischem Einfluss standen. Und Sie sehen, das ist schon sozusagen eindrucksvoll. Es gab die Paller, waren diejenigen, die am besten erforscht sind, gab aber auch andere. Das wunderbare Beispiel ist Juan de Colonia, also Johannes von Köln, der um 1410 in Köln geboren ist und dann zum Dombaumeister in der Dombauhütte ausgebildet und nach Burgos geholt wurde und deshalb auch der spanische Name. Er wird der Baumeister der Kathedrale in Burgos und ab 1442 arbeitete er an den Türmen, die als sein Meisterwerk gilt. Und auch hier ist es so, dass sein Sohn Simon nicht nur den gleichen Beruf hat, sondern auch seine Stelle als Baumeister der Kathedrale wirkt. Also man hat französische Steinmetze in England, man hat deutsche Steinmetze in Prag und bis hin nach Kaschau. Das war ein international vernetztes Gewerbe. Uns ist nicht ganz klar, wie die sich verständigt haben, denn Latein sprachen die natürlich nicht und Dialekte waren ja noch viel strenger. Aber ich nehme durch Zeichen und Vormachen konnte man sich ganz gut verständigen. Jedenfalls ist es tatsächlich eine internationale Struktur. Nach Mailand holte man zuerst französische und dann deutsche Werkmeister für den Bau des Mailänder Doms und so weiter und so weiter. Und die brachten ihre Ideen mit und brachten auch neue Methoden mit. Und so wanderten nicht nur Stile, werden wir gleich sehen, von Ort zu Ort, sondern eben auch technische Errungenschaften, wie, ich nenne es nochmal, die Schubkarren. Aber so wie Zünfte ja ihre Regeln für die Mitarbeiter des jeweiligen Gewerbes regeln musste, musste das ja auch internationalerweise auch geregelt wurde, werden etwa Ausbildungszeiten und dazu braucht man die Steinmetzbruderschaften, die in der Spätzeit sozusagen greifbar sind, die aber wohl sehr viel früher schon existierten, die ein 5 Jahre Ausbildung, was muss man können, wer macht was, was darf man nicht. Wenn es Streitigkeiten
gar Streitigkeiten gab, wandte man sich in die Oberhütte. Oberhütte waren Basel, Wien, Köln und so weiter. Und wenn man sich da nicht auch einig, ging man nach Straßburg. Straßburg war der oberste Werkmeister, der oberste Richter in allen Steinmetzangelegenheiten. Und so wanderten Formen von Ort zu Ort. Ich habe hier zwei Beispiele. Hier ein Maßwerkfenster vom Prager Veitsdom und rechts eine Stuhlwange vom Petersportal des Kölner Doms, wo eindeutig und jetzt eine neue spätgotische Form auftaucht. Oder eine Zeichnung der unteren Turmgeschosse des Prager Veitsdom, die ziemlich genau in der Frauenkirche in Nürnberg umgesetzt wurde. Oder ein Beispiel aus meinem Bereich in der Südturmhalle des Kölner Doms, die sich in Details vom restlichen Dom unterscheidet, gibt es diese birnstabförmigen Profile mit den sehr seltsamen Basen, die so eckige Formen haben, und genau und identisch die gleichen gibt es in der Wenzelskapelle in Prag, wobei alle um 1460 entstanden sind. Genaue Daten gibt es für beide nicht, also man weiß nicht, wer von wem, aber sie sind eindeutig miteinander verwandt. Ja, wie passiert das denn? Es gibt die Steinmetze, machten Zeichnungen, also die engagierten Steinmetze, die was werden wollen. Und da kommt das berühmte Bauhüttenbuch des Villade und Cour. Ein Bauhüttenbuch, ein Notizbuch eines Steinmetzes, das sich nun zufällig erhalten hat. Hier seine Zeichnung von der Ranser Hoher Kapellen, die er genau studiert hat. Da kann man das sehr gut sehen. Das hat er sich alles aufgeschrieben und das nahm er dann mit. Oder hier als Beispiel, was er sich alles für Notizen gemacht hat, was er bedenkenswert fand, wie man zum Beispiel einen Bogen austrägt, wie man die Höhe eines Turmes misst, wenn man nicht hinaufklettern kann und so weiter und so weiter. Und das sind Beispiele dieses Bauhüttenbuch des Villar. Und so haben sich die Steinmetze Notizen gemacht und haben auch sozusagen Dinge weitergetragen durch ganz Europa. Berühmt ist das an der Skulptur des 13. Jahrhunderts. Hier haben wir Bamberg und Naumburg, zwei Dinge, die eindeutig verwandt sind. Das ist nun nichts Neues, aber deutlich zu erkennen. Auch das plötzliche Auftauchen dieser fantastischen Laumkapitelle. Wir haben also Reims, wir haben Köln, wir haben Narbonne, wir haben Naumburg, wir haben Southwell und so weiter. Und das hat natürlich damit zu tun, jetzt, die machen in Reims ganz tolle Kapitelle, das wollen wir jetzt auch haben. Oder auch so nochmal stilistische Einflüsse, Bamberg und Reims, Sens und Straßburg, wo man deutlich sehen kann, der eine muss das andere gekannt haben, vielleicht war es sogar derselbe, dass diese Bauhütten wunderbar untereinander vernetzt waren. Und es war ein tatsächlich, deshalb der Titel meines Vortrags, eine internationale Vernetzung und eben auch ein Technologietransfer, dass man Hebewerke, dass man Hilfswerke und so weiter, dass man auch das Einarbeiten von Eisen von Hütte zu Hütte weitergeben konnte. So, dann sozusagen stockt das ja meistens in der Barockzeit. In Köln stellt man die Arbeiten um 1520 ein, weil man die Reformation hat Einkommen abbrechen lassen. Gotik war auch nicht mehr in Mode und der Bauelan war nach ein paar hundert Jahren auch erlahmt und Kölner können mit Provisorien gut leben. So wurde der Dom in den nächsten paar hundert Jahren weiter benutzt. Sie sehen den hohen gotischen Chor, den Südturm in zwei Stockwerken. Und dazwischen steht, dass es hier ja fast barackenmäßig aussehende Langhaus. Die Langhausmauern waren höher als die meisten an anderen Kirchen. Nur gegen diese beiden anderen wirkten sie so niedrig. Und erst eigentlich schon im 18. Jahrhundert und vermehrt, als die Franzosen dann das Rheinland besetzt hatten, kam der Wunsch auf, dass man diesen Dom doch vollenden würde.
nicht ganz unschuldig war, unser Dichterfürst Goethe, der ja in Straßburg studiert hatte, der ganz im Klassizismus aufgezogen war und wusste, dass nur das Klassische schön ist und dass das Gotische als Schimpfwort ja hässlich ist. Und nun muss er immer über dieses Münster gegangen sein, herum und irgendwann festgestellt haben, das stimmt überhaupt nicht, das ist ja gar nicht hässlich. Und das ist sozusagen eine bewundernswerte Geistesleistung, dass man sich von seinen Urteilen und Vorurteilen freimacht und eigene Entwicklung. Und er schrieb einen Aufsatz über Erwin von Steinbach, mit dem sozusagen die Wiederentdeckung gotischer Baukunst in Deutschland beginnt. Und das greift um sich. Und nicht nur in Deutschland, aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Beispiel. Man wollte auch den Kölner Dom vollenden und dann gab es einen Kaufmann, Sulpice Boisseré, der nun das Betrieb und Ansichten und Risse einzelner Teile des Doms von Köln herausgab in großen Tafeln. Das sind solche Tafeln dieser Größenordnung und da gab es nun etwas, das die Leute zum ersten Mal sehen konnten, wie diese merkwürdigen Bilder, das da in ihrer Stadt stand, eigentlich aussehen sollte, wenn es denn zu Ende kam. So was machen wir heute mit Computern, die haben es noch mit Stichwerk gemacht und mit großem Erfolg. Boisseré betrieb das, der damalige preußische König ab 1850 war ja Köln preußisch, wollte davon nichts wissen, fand es eine doofe Idee, aber Boisseré hat es nachhaltig gemacht. Er hat den jungen Kronprinzen durch den Kölner Dom geschleppt und hat ihm erklärt, wie schön das doch wäre. Und als dieser dann als Friedrich Wilhelm der IV. König von Preußen wurde, erlaubte er den Weiterbau des Doms. Man hat mit Ernst Friedrich Zwirner einen Werkmeister, er hieß dann tatsächlich jetzt Dombaumeister, gefunden. Zwirner war ein Schüler von Schinkel, kam aus Berlin. Die preußische Regierung legte großen Wert darauf, dass die Dombaumeister evangelisch waren, damit sie sich nicht mit diesem katholischen Klerus an Ort und Stelle verbrüdern konnten. Aber Zwirner war sozusagen ein Genie. Ab 1823 beginnt man mit Wiederherstellungsarbeiten. Und dann so ab 1833 kommt Zwirner und dann beschließt man tatsächlich dann ab 1842 den Dom weiter zu bauen. Das ist die große festliche Grundsteinlegung, das lassen wir weg, das also nur als Datum, weil es entscheidend ist. Und dann gibt es die neue Bauhütte. Die neue Bauhütte in Köln war natürlich groß, bis zu 500 Leuten von der Dimension her. Ich habe es vorher vergessen, die mittelalterlichen Bauhütten hatten höchstens 30 Steinmetze, weil das muss logistisch ja auch, die Steine müssen herangeschafft werden und das Geld und alles. Also das waren relativ kleine Institutionen. Jetzt greift man in größere. Das ist eine Zeichnung, die eine Versetzmaschine zeigt. Sie sehen sie auf den Gerüsten, dass man mit den Steinen in drei Dimensionen von unten hochziehen und an jede Stelle fahren konnte, die an die er gehörte. Oder es gab solche Kabelwinden, mit der man große Steine hochziehen konnte. Das ist die Kabelwinde, die für den Vierungsturm gebaut wurde. Und es gab dann sogar den ersten dampfmaschinenbetriebenen Vertikalaufzug am Kölner Dom auf der Nordseite. Wenn Sie dieses Foto genau angucken, jetzt muss ich mal sehen, da steht der Kamin und das hier war die Dampfmaschine und da fuhr der Aufzug hoch. Also auch im 19. Jahrhundert war sozusagen die fortgeschrittene Technik, moderne Bautechnik, fand man tatsächlich an den Dombaustellen. Dazu kam, dass der Gerüstbau, unten sehen Sie jetzt auf dem heutigen Roncalliplatz, das war die Dombauhütte, das große Gebäude in der Mitte mit dem Oberlicht, das war der Reisboden. Da wurden die Steine aufgerissen und ringsum in den Hütten dann geschlagen. Die wuchs mit der Zeit fast über den ganzen Platz und wurde dann zurückgebaut. Das Schwierige war natürlich jetzt,
Gerüstbau in großer Höhe, was man in Köln bewältigte und was nun zu einer ganz wunderbaren Kulturberührung kam. Es kamen nämlich Architekten und Ingenieure aus Amerika. In der gleichen Zeit wurde in Chicago die ersten Hochhäuser gebaut und studierten Gerüstbau in großer Höhe, ausgerechnet an einem gotischen Bau. Im Grunde war dieses Gerüst so etwas wie ein dreidimensionaler Fachwerkbau, der nicht ausgefacht wurde, sehr sozusagen, Sie sehen die Versetzmaschinen, die da oben sind. Es gab auf jeder Gerüstetage einen Toilettenwagen und in den Pausen wurde heißes Wasser für Kaffee gebracht, denn man wollte ja nicht, dass die da runtergehen und wieder rauf, brauchte viel zu viel Zeit. Also fortschrittliches Bauen auch und Neuentwicklungen im 19. Jahrhundert. Und natürlich, die Steinmetzarbeit musste so fein und so gut sein wie im Mittelalter. Man wollte auf gar keinen Fall dahinter zurückbleiben. Diese gotische Baukunst, auch die wurde ja lang verachtungsvoll angeguckt, als konnte man bei Notre Dame auch hören, ist ja nur 19. Jahrhundert. Das ist nicht nur 19. Jahrhundert, das ist allerbestes 19. Jahrhundert. Das ist das Mittelportal des Kölner Doms, den kleinen Elefanten, den Sie da sehen, der ist genau 6 Zentimeter groß, nur um sozusagen das mal klar machen. Das ist der Baldachin, da sehen die Skulpturen sozusagen, mit welcher Meisterschaft das gemacht wurde, auch in den kleinen Dingen, dieser blöden flötenblasende Engel mit den aufgeblasenen Backen und die Reliefs, das ist schon fantastische Steinmetzarbeit und heute sagen die Steinmetze, und wir wollen und müssen genauso gut sein, wir wollen nicht schlechter sein als diese. Aber in anderen Dingen löste man sich vom Mittelalter, indem man durch Zwirners Einfluss nicht einen Holzdachstuhl baut, darauf setzte, sondern aus statischen wie aus feuersicheren Gründen einen großen Eisendachstuhl, Eisen, nicht Stahl, ab 1850 geplant bis 1860 gebaut, eine der frühesten Großeisenkonstruktionen des 19. Jahrhunderts, auch da ganz innovativ, in ganz moderne Form, moderne Konstruktion, aber in der Ausformung, hier Zwirners Entwurf von den Vierungsturm, dann ganz gotisch. Es wurden auch neue Materialien ausprobiert, zum Beispiel den Zinkguss, den man für Skulpturen und Maßwerkbrüstungen nimmt. Zinkguss war das Plastik des 19. Jahrhunderts, hat sich so wenig bewährt wie das Plastik in vielen Dingen heute. Aber er war schnell zu produzieren, aber er ist dann schneller verwittert. Oder solche Dinge, das ist die Treppe auf dem Vierungsturm im Kölner Dom, die aus gusseisernen Fertigteilen montiert war. Die kam von einer Firma, da konnte man das immer so hochstecken, wie man wollte. Also es waren eiserne Fertigteile. Hier sehen wir nochmal den schönen alten Vierungsturm. Hinten sehen Sie die Hohenzollerner Brücke im Fluss liegen, also auch eine Aufnahme nach dem Krieg und ein Detail eines solchen Wasserspeiers. Aber Dombaumeister Weyres hat ihn nach dem Krieg entfernen lassen. Seine Begründung ist, dass er kaputt war. Die Fotos beweisen, dass er nicht kaputt war. Weyres wollte ein modernes Zeichen da drauf setzen. Und der heutige Vierungsturm ist eben sozusagen dann nichts, entspricht nicht ganz unserem Geschmack hier. Sehen Sie nochmal das gesamte Gerüst, als in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts dann ein Sturm über die Stadt fegte und ganz viele Dächer abdeckte und Kamine umwarf, aber das Gerüst am Kölner Dom hat ihn schadlos überstanden und spätestens da war es dann Legende. Aber auch solche Dinge von Vogel, das war der Nachfolger, eine Versetzmaschine für die meterhohe Kreuzblume auf den beiden Spitzen, die musste man ja nicht nur darauf kriegen, auf die Türme, sondern auch von oben runterlassen. Und dafür wurde extra eine Maschine konstruiert. Und Arbeitsplätze, der Steinmetzen im 19. Jahrhundert,
Die wurden da reingesetzt, hatten rechts und links ihr Werkzeug, bekamen offenbar noch eine Kette oder eine Schnur vor dem Bauch und wurden dann hochgezogen und runtergelassen. Also auch für den Dombau des 19. Jahrhunderts galt Köln, war zwar sicher auch da schon die größte Bauhütte, aber keinesfalls die einzige, dass die zwischen den Bauhütten wanderten. Die Fluktuation, da haben wir nur die Arbeitsbücher, war sehr groß. Viele Steinmetze wollten ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Dombauhütte arbeiten. Da konnten sie das in den Lebenslauf schreiben, Dombauhütte Köln. Und das war wieder sozusagen ein Adelsprädikat. Und sie konnten genauso, in Ulm wurde ja auch gebaut, an anderen Stellen wurde auch gebaut, konnten auch da zwischen den Bauhütten wechseln. So. Und auch heute alle gotischen Kathedralen in Deutschland und weit darüber hinaus brauchen eine stehende Bauhütte. Warum? Gotik ist am schwersten zu erhalten, Romanik und Barock ist relativ einfach. Das liegt einfach an der Oberfläche dieser Bauten. Da ist ganz viel, was verwittern kann und muss erhalten werden. Und der saure Regen und der Schwefel in der Luft haben den Stein geschadet. Das ist heute die Struktur der Kölner Dombauhütte. 90 Mitarbeiter, 65 im gewerblichen Bereich. Die größte Gruppe natürlich nach wie vor Steinmetze, aber auch Gerüstbauer, Dachdecker, Schlosser, Schmied, Schreiner, Elektriker, Anstreicher, Bauhelfer und eine Putzrestauratorin, eine Glasrestaurierungswerkstatt mit 10 Mitarbeitern, Archäologen, weil unter dem Dom ja gegraben wurde. Alles, was getan wurde, ist aufgeschrieben, was getan wird, muss aufgeschrieben werden. Deshalb ein Archivar, eine Bibliothek, Fachbibliothek mit der Halbtagsbibliothekarin, Maschinenbauschüler, Architekt, den Dombaumeister und natürlich Sekretärinnen. Und natürlich müssen die, wenn Steine ersetzt werden, die Steinmetze genauso gut arbeiten können wie ihre Vorgänger im Mittelalter und im 19. Jahrhundert. Und dieses ist ein Teil aus einem Sandstein, das sagte der Steinmetz selber, dazu brauche ich 12 Jahre Erfahrung in der Dombauhütte, bevor ich sowas schlagen kann. Und auch heute noch geht es nicht nur um das Schlagen, es geht um das Versetzen der Teile auf dem Bau mit großer Erfahrung gemacht wird. Hier so ein Beispiel eines Fialkopf mit Hunden an den Kanten, der war nun innen ganz kaputt, musste ausgetauscht werden. Jetzt läuft das von selber. So. Und man konnte das auch nicht retten. Irgendwie jetzt so schnell kann ich gar nicht reden. Hoffentlich kann ich das Ding jetzt stoppen. Sondern es muss auch hochgefahren werden. Nein, so, da sind wir. Hochgefahren werden, das ist der Kolonnenführer, der Gerüstbauer, der mit dem Stein hochfährt, damit er nicht in Schwanken kommt und nicht die Ohren der Tiere gleich abbrechen, bevor das Teil versetzt wird. Der Mann ist zweimal gut gesichert, hat mal den Preis des sicherheitsbewussten Vorarbeiters der Genossenschaft bekommen, aber es ist trotzdem nicht jede Sache. Der war Fallschirmspringer bei der Bundeswehr und es hat also keine Höhenangst. Ja. Halt, so rum geht es jetzt weiter. Gerüstbau am Dom ist natürlich was ganz Besonderes. Das ist das Gerüst an den Türmen, die wir brauchen, um die Skulpturen dort oben zu restaurieren. Auch das kann man nicht von unten aufbauen. Das wurde entwickelt. Dieses Gerüst ist aus einem Material, Aluminium, das an sich für Rockkonzerte entwickelt wurde, leicht, stabil, schnell auf- und abzubauen. Und es hängt an den Turmhelmen und Sie sehen es, die Männer montieren das Gerüst freihängend im Gurt von oben nach unten. Das ist auch nicht jedermanns Sache, das Selbstbewusstsein der Herren ist auch entsprechend. Aber Aufbau eines solchen Turmgerüsts, 2 Jahre. Warum 2 Jahre? Weil man nur vom April oder Mai bis Oktober bauen kann, sonst ist es zu kalt und auch das nur, wenn es trocken und windstill ist, also für kommerzielle Zwecke gar nicht geeignet, aber dieses Gerüst lässt sich entfernen, ohne irgendein Loch im Dom hinterlassen zu haben und das ist natürlich das Entscheidende. Glas, wir haben eine Glaswerkstatt, Glasrestaurierung spielt natürlich eine große Rolle. Es gibt einige Hütten mit gleichenden Glaswerkstätten,
Der Kölner Dom hat 8000 Quadratmeter historische Glasflächen, die natürlich Glas ist stabil und wunderbar dicht, aber mit der Zeit wird es dann doch anfällig, das ist so vorher nachher. Die Rückkehr des 19. Jahrhunderts habe ich veranlasst, die Fenster rechts auf dem Bild. Das ist Mittelalter, das ist 19. Jahrhundert. Die waren noch als Kisten in Kisten, die habe ich zurückgeholt. Und zu diesem Rückholungsprogramm gehört dann auch dieses, weil dieses Fenster verloren ist, zu dem Zyklus, dass ich mit 5 Jahren Zusammenarbeit mit Gerhard Richter dieses Südquerhausfenster entwickelt habe und das jetzt da im Dom steht. Und wenn die Sonne kommt und Weihrauch im Raum ist oder das Licht auf die Fenster, dann haben sie diesen Effekt. Restaurierung gehört auch dazu mit eigenen oder anderen Restaurierungen, Restauratoren. Die Glocken müssen gewartet werden. Der dicke Pitter wird in der nächsten Woche 100 Jahre alt, also diese Glocke, das wird in Köln gefeiert, weil diese Glocke ist die Glocke, die im Herzen jedes Kölner bimmelt. So. Und wenn die nur zu bestimmten Zeiten läutet, steht unten, tatsächlich stehen immer einige hundert Leute, die nur gekommen sind, um den Pitter läuten zu hören. Manchmal kommen auch solche Aufgaben dazu, Anbau einer neuen Eingangssituation für die Turmbesteigung und dadurch auch ein Durchbruch durch die Fundamente, was Sie hier sehen. Und natürlich auch heute moderner Gerüstbau, habe ich schon hingewiesen, Scannen, Vorformen durch Sägen, Druckluftmeißel, Einsatz von Drohnen und Laserreinigung. Das heißt, auch heute werden modernste Methoden in den Dombauhütten eingesetzt, aber gleichzeitig auch immer noch mit Meißel und Klüpfen gearbeitet. Es gibt die Dombaumeister e.V., die Europäische Vereinigung der Dombaumeister, Münstermeister und Hüttenmeister. Professor Schmidt hat es vorher schon gesagt, die trafen sich schon vorher, die Dombaumeister von Straßburg, Basel, Wien, aber dann wurden es mehr und es musste 1999 ein Verein gegründet werden und die treffen sich heute europaweit immer an einer anderen Baustelle, aber nur die Beteiligten, es ist ohne Presse und ohne auch Firmenvertreter, weil man auch sozusagen auch mal seine Fehler vortragen muss, weil man kann ja auch aus vor und wenn das öffentlich ist, macht das keiner und deshalb ist uns das wichtig, dass das ist. Das sind die von Norwegen, Nidaros bis Spanien, Pisa gehört dazu, sind sozusagen Hütten in dieser Vereinigung vertreten. Man trifft sich einmal im Jahr und dazwischen manchmal zu Fortbildungen. Und in diesem hier haben wir 2 Fortbildungsveranstaltungen rechts zum Glas. Und aus diesem Kreis der europäischen Dombaumeister ist dann die Idee entstanden, dass man das, mit dem man erfolgreich arbeitet, als immaterielles Kulturerbe eintragen lassen kann. Man hat gemeinsam das beantragt. Ich muss das, Sie kennen das Logo und Sie kennen auch die Inhalte, das muss ich jetzt nicht mehr vorlesen. Seit 2018 betrieb die Vereinigung das, erstmal in Deutschland den Eintrag und dann 2020 hat die UNESCO das Bauhüttenwesen in das Register guter Praxisbeispiele zum Erhalt immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Damit würdigt die UN-Kulturorganisation den internationalen Modellcharakter der Bauhütten, die als fest eingerichtete Werkstätten seit Jahrhunderten für den Erhalt von Großbauten sorgen und dabei traditionelles Handwerk mit neuester Technik verbinden. Das ist die offizielle Begründung. Kommentar von Michelle Müntefering, damals Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, schrieb dazu, die auf das Mittelalter zurückgehende Tradition der Bauhütten dokumentiert, wie wichtig der grenzüberschreitende Kulturaustausch und die Zusammenarbeit von Künstlern und Handwerkern fürs gesellschaftliche und baukünstlerische Entwicklungen in Europa waren und sind.
Und nochmal die Begründung, Bauhütten gelten seit dem Mittelalter als Innovationsbetriebe, deren Wissen und Fertigkeiten durch die hohe Mobilität der Bauleute im gesamten europäischen Raum Verbreitung fanden. Bis heute sind sie eng miteinander vernetzt. So beteiligten sich an der UNESCO-Nominierung Bauhütten aus Basel, Linz, Straßburg, Trondheim und Wien sowie aus Aachen, Bamberg, Dresden, Freiburg, Köln, Lübeck, Mainz, Passau, Regensburg, Schwäbisch Gmünd, Soest, Ulm und Xanten. Sie sehen, es ist wirklich ein dichtes Netzwerk. Und als letztes Foto kriegen Sie das jetzt, weil das ist sozusagen ein bisschen das Ergebnis dieser internationalen Zusammenarbeit. Das ist eins oder links als Ganze, rechts im geöffneten Zustand, der in der Glaswerkstatt von Köln restaurierten Fenster von Notre Dame, die jetzt seit 2 Wochen dort eingebaut sind. Und links sehen Sie eben die frisch restaurierte, noch ganz makellose Kirche von Notre Dame, wo mit einem in Köln restaurierten Obergartenfenster. Ich danke sozusagen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie ein bisschen Interesse daran hatten. Dankeschön. Applaus